Hi Leute und willkommen zurück zu Monster Hunter Rise Sunbreak. Ich würde sagen, wir machen hier mal direkt weiter, weil wir eigentlich heute noch die dringende Quest erledigen wollen. Ah ne, machen wir gar nicht mehr heute. Weil wir noch zwei offen haben. Ich dachte, wir hätten nur noch eine offen. Nee, dann wird wahrscheinlich dringende Quest erst beim nächsten Mal. Der Dschungelführer. So, letztes Mal haben wir noch eine andere Katze ausgerüstet, um die neuen geheimen Katzenfähigkeiten weiter freizuschalten. Wobei ich eigentlich zum Kampf, für den reinen Kampf, finde ich eigentlich fast die Heilerkatze am nützlichsten. Dicht gefolgt von der Fallenkatze, die wir, glaube ich, beim letzten Mal einmal in Aktion gesehen haben, dass sie so ein Monster in eine Falle lockt und man dann auch ein großes Zeitfenster hat, um ganz schön drauf zu prügeln. Die Sammlerkatze finde ich eigentlich gar nicht attraktiv. Oder ist das die Monsterteile manchmal klaut? Es kann unter Umständen mal nützlich sein, wenn man irgendwas Seltenes farmt und es einfach nicht droppen will. Was gibt es noch für Katzen? Was sind die anderen beiden Varianten? Ich weiß es gar nicht mehr. Das sind auf jeden Fall die drei, die ich so in Erinnerung habe, die ich ab und zu mal benutzt habe. Am meisten eigentlich die Heilerkatze. Fallenkatze, wie gesagt, finde ich auch noch ganz cool. Und die Monsterteil-Klau-Katze, wie sie auch immer heißt, um mal seltene Materialien zu farmen. Der Dschungelführer, für mein Buch musst du drei Monster erjagen. Ich will das Wesen dieser Bestien auf Papier festhalten. Dann können Händler und Reisende dem wahrscheinlich besser ausweichen, damit umgehen. Erjage drei Monster? Erjage alle Monster. What the fuck? Okay, spannend. Ach so, was wir hier ja mal machen wollten. Das machen wir, glaube ich, auch mal eben, ne? Ich hatte ja schon mal gesagt. Oh ne, das ist der Eingang in die Höhlen. Dass ich mich einmal ganz kurz zwischen zwei Parts mal so ein bisschen geguckt habe, wie weit man hier noch raufkommt. Bin mir gar nicht so sicher, inwiefern man da oben überall auch mal kämpft oder ob die Kampfgebiete mehr unten sind. Man kann auf jeden Fall noch ein bisschen hier raufsteigen. Aber vielleicht sind es reine Erkundungsgebiete, ich weiß es nicht. Oder größere fliegende Monster halten sich hier oben noch auf. Aber bin ich hier noch weiter raufgegangen? Hier war irgendwo auch noch so eine Palico-Höhle gewesen. Kann aber sein. Ah ne, die war, glaube ich, tatsächlich hier. Oben sind auf jeden Fall relativ viele von diesen Grasfeldern. Oder Pflanzenbüschen, wie man es auch immer nennen will. Ich glaube, es ist fast einfacher, die auf dem Wolf zu machen. Wie heißt er nochmal? Nicht Palico. Die anderen halt. So, genau, hier links. Genau, ist auch eine kleine Katzenhöhle. Was war hier drin? Schrotthaufen. Schnecke. Ach, hier geht's noch. Ich glaube, so tief war ich gar nicht drin, oder? Kontoobjekte. Hier so ein Schrotthaufen. Komm, nehmen wir den auch noch mit. Gucken, was die hier lagern. Großer Feline. Pelzrubin. Ja, wer weiß, wofür es gut ist. So, wo bin ich dann weiter? Genau, dann bin ich, glaube ich, hier durch. Und dann bin ich hier die Wand drauf. Und jetzt sind wir auf jeden Fall ganz oben. Saphiron-Erz. Und was ich hier oben gefunden habe, was ich da noch nicht aktiviert hatte. Noch ein paar Kräuter drin. There's something here. Was ich hier oben gefunden habe, man sieht, wahrscheinlich ist es auch immer mit so Glitzersternchen markiert. Achso, ja, ist es auf jeden Fall, weil das ist, was man benutzen kann. Ein Buddy-Speer, das heißt, hier kann ich beim Buddy-Piazza oder wie das heißt, einen weiteren Buddy-Speer aufstellen, den ich dann einmal pro Quest als Schnellreisepunkt benutzen kann. Und eine Reliktaufzeichnung ist hier auch noch. Und Götterkäfer. Also, es scheint mir mehr zum Looten zu sein. Habe ich hier oben nicht gerade noch was gesehen? Nicht noch irgendwo so einen Busch oder so? Auch da kann man da noch herlaufen? Sind Vögel drin?
probieren mal darüber zu springen. Im Zweifel fallen wir halt runter. Aber ich glaube tatsächlich... Nein, nein, nein. So tief wollte ich jetzt eigentlich nicht. Jetzt kommen wir gar nicht wieder rauf. Ich glaube, ich bin tatsächlich nur vorbeigesprungen an der Plattform. Und eigentlich will ich auch mal da rechts oben hin. Wo sind wir denn jetzt? Ich sehe mich überhaupt nicht. Da. Komm, Leute, wir machen mal eine kleine Erkundungstour hier im Dschungel zusammen. Wie gesagt, ich habe sie mal zwischen den Quests so ein bisschen was gemacht. Jetzt haben wir allerdings auch schon alles gesehen, was ich auf dieser Tour gemacht hatte, weil ich einfach mal neugierig war, wie hoch man da kommt. Aber irgendwie fehlen uns hier auch noch Lager. Und ich hatte ja schon, als wir letzte Mal hier waren, im Verdacht, dass man da rechts oben über der 2 in dieser Höhle vielleicht noch ein Lager ist oder sowas. Hier, kletter mal hier hoch. Es sind auf jeden Fall noch Büsche hier oben. Es sind so, super viele Büsche auf dieser Karte, finde ich. Noch einer direkt daneben. Okay, wir sind aber noch nicht da, wo ich wollte, ehrlich gesagt. Ich wollte mal irgendwie in diesen Gang da hinten rein. Ja, ich habe zwar keine Ahnung, wo hier der Eingang gewesen wäre. Vielleicht war das auch der richtige Weg. Sind wir auf jeden Fall hier in irgendeiner Höhle drin. Hier ist auf jeden Fall auch nochmal ein Schnellreisepunkt, okay. Ah, ne, eine Juwelenlinie, Entschuldigung. Und sonst ist hier nichts. Achso, hier kann man sich wieder zu diesem Tempel rüberschnacken. Das alles? Aber irgendwie unspektakulär, oder? Ich will gerade nochmal gucken, wie der normale Weg hier reingegangen wäre. Aber ich muss mal aufpassen, dass mir nicht die Zeit davon läuft für die Quest oder so. Hm. Da unten ist schon wieder der normale Weg. Vielleicht ist auch... Also irgendwo oder links zwischen 3 und 4 da oben in den Höhlen. Also irgendwo muss hier doch noch ein Platz für ein Lager sein. Es kann doch nicht sein, dass es hier nur ein Lager gibt. Okay, einmal hier hingeschleudert. Den Ort suchen wir jetzt auch nochmal ab und dann gehen wir auf die Jagd. Es muss ja auch mal sein. Ne? Bisher haben wir ja relativ strikt die Quests einfach gemacht. So, ich glaube, da runterfallen will ich jetzt gar nicht. Ach, guck mal, da ist auch nochmal so eine... Nicht runterfallen. Eine große Lilie, die bringt uns... Ja, guck mal, die bringt uns sogar ungefähr dahin, wo wir hinwollen. Ansonsten müsste ich irgendwann vielleicht auch mal nachgucken, wo hier weitere Läger sind. Oder wird man irgendwann noch hingeführt? Ne, eigentlich nicht, ne? Eigentlich waren die immer zum Selbstentdecken gewesen. Oh. Ja, das wollte ich jetzt gar nicht unbedingt hier runter. Aber wer weiß. Vielleicht ist hier unten in den Höhlen noch irgendwie ein Lager. Nee, macht jetzt aber gerade nicht den Eindruck. Können wir noch einmal darauf gucken? Hier nochmal die äußeren Zipfel. Macht hier so ein Geräusch? Ach, der Ludrot da unten. Hm. Okay, ich hätte echt schwören können, dass an einer dieser beiden Stellen auf jeden Fall noch ein weiteres Lager ist. Aber ist es offensichtlich nicht. Interessant. Oder die sind noch nicht freigeschaltet. Aber das wäre mir irgendwie neu, dass man die freischalten muss.
Hallo. Blutrot. Ja, erstmal abgelegt worden. Danke. Blutrot ist irgendwie ein cooles Vieh, finde ich, mit seinem Schwankkopf. Ist jetzt auch kein anspruchsvolles Monster, aber ich mag sein Aussehen total, auch wie der Schwammkopf nachher abplatzt, ja, wenn man den halt gebrochen hat. Generell sein ganzes Verhalten, wie er sich hier rumrollt und keine Ahnung was alles, finde ich auf jeden Fall irgendwie witzig. So, da sind wir bei Rot. Naja, immerhin haben wir ihn getroffen, aber jetzt müsste ich mich gerade mal heilen. Ach, guck mal, hier ist noch so ein goldener Goldseilkäfer. Ey, Junge, bleib doch einfach mal hier. Eieieiei, das läuft total prima und ich muss drei Viecher in dieser Quest besiegen. Now I'm getting angry. Wir können ihn reiten, sehr schön. Jetzt müssen wir nur mal irgendwo hinreiten, wo mit ein paar mehr Wände sind. Ich glaube, hier im Wasser ist nicht so gut. Leider nichts hier. Ah, komm, machen wir es hier in der Höhle. Leider nichts hier, wo man ihn vorstellen könnte, vor so einem Muschelkreis oder was das auch immer ist, was hier manchmal an der Wand hängt. So, jetzt sind wir wenigstens mal am Kopf gelandet. Yo, alle drei Treffer auf den Schwamm, sehr schön. Ich will hier mal irgendwie aus der Enge raus. Was auch immer er für einen Nebel hier hinrotzt. Ist auch witzig. Wieso kann der Nebel rotzen? Gut. Rot Ahoi. Und er haut ab. Hier ist doch noch ein grüner Vogel. Ich war vorhin ein bisschen irritiert. Aber hier ist wohl noch ein grüner Vogel. Aber man kann ihn dreimal treffen in der Luft mit diesem Angriff. Wenn es denn funktioniert. Ey, komm, als wenn ich nicht aus dem Weg gegangen wäre. Was machen die Explosionen eigentlich für einen Schaden? Kriegt man da auch einen Schwanz mit ab? Na, das war nicht der Schwanz, weil er sich gedreht hat. Ich bin mir nie so sicher, wenn man so die Schwanzwurzel angreift, ne? Ob das schon als Schaden auf den Schwanz zählt oder nicht. Aber er lässt es auch nicht so richtig zu. Oh ja, jetzt hängt der Schwanz doch sehr schön. Oder hing er zumindest kurzzeitig. Hat aber keinen Bock drauf, dass ich seinen Schwanz angreife. Nee, so gar nicht. Ja, ist klar, wenn ich hinter ihm stehe. Ich muss mir echt mal angewöhnen, an die Kiste zu gehen. Oh. Boah, Junge. Lass mich doch einmal futtern. Ey, bleib doch mal stehen. Nicht immer umdrehen, mein Freund. Ah, da sind die Heilblasen. Ah ne, das waren sogar... Oh, Fallen. Auch irgendwelche Fallen oder Elektroblasen. Komm, geh ab. Kann doch nicht wahr sein. Ey, dass das nicht abgegangen ist. Schon wieder eine Frechheit. Einmal genau auf die Schnauze.
ist das hier? Ist das eine Heilblase? Ist nicht drauf geachtet. Also er will gar nichts hergeben. Weder seinen Schwanz noch seinen Schwamm, habe ich den Eindruck. Ja, und er humpelt schon weg. Ist echt eine Frechheit und wir haben gar nichts zerstört gekriegt. Das kann ja noch lustig werden, wenn ich irgendwann wirklich mal Körperteile brauche. Weil mich echt wundert, den Schwanz habe ich echt gut bearbeitet. Und der geht auch ab bei ihm. Oh nein! Ach komm, ein Stück nach vorne noch, ja. Der ist tatsächlich schon kaputt, ey. Frechheit. Das hat nix zerstört. So, wir sollen 3 Monster erledigen. Aber eins muss doch noch auftauchen, oder? Es sind nur noch 2 auf der Karte. Nicht, dass ich jetzt durch mein Rumgehampel am Anfang die Quest kaputt gemacht habe. So, Daimyo. Er bringt einen doch hier in die Richtung, ne? Gut, ich hätte diesen Vogel da nochmal mitnehmen können. So, ich glaube, hier oben muss ich rein. Hm. Ich glaube, er wechselt das Gebiet. Er hat uns gesehen und wechselt. Unsere Präsenz war zu beeindruckend gewesen. Nehmen wir mal direkt das hier in Anspruch, danke. Okay, interessant, dass er sowas kann, das wusste ich gar nicht mehr so. Oh Gott, abprallen ist schlecht. Ach, komm. Da muss man mehr auf die Füßchen und so gehen. Oh Gott, ey, man kann dieses Ding auch kaputt schlagen. Aber dafür bräuchte ich meine Waffe, die ihn etwas besser trifft vielleicht. Oder ich muss ihm mal ein bisschen mehr auf die Klauen gehen. Oder ich treffe ihn einfach gar nicht. Boah. Here it comes. Der ist einmal an mir vorbeigerannt. Hat aber gereicht. Was haben die hier für Moves drauf? Das ist doch nicht normal, oder? Das sind doch nicht ihre normalen Moves. Und ich prall einfach überall ab an ihm. Das ist ziemlich bescheiden. Na klar, ey. Ich weich ihn hier schon... Weicht ihn hier schon professionell aus und dann setzt er noch einen Zweitschlag hinterher. Ah nein, ich dachte, das wäre ein normaler Pilz, den ich im Vorbeigehen mitnehmen kann. Stimmt, ich habe schon ein paar Mal gesehen, dass das eine Unikat-Geschichte ist. Oh, ein Tetranadon wurde gesichtet. Ist das das dritte Monster? Schade, leider nicht getroffen. Er steckt da irgendwie fest. Jetzt hat er irgendeinen Debuff drauf. Okay, es ist nicht so geil, ihn zu treffen. Oh, wir sind auch nur noch grün mittlerweile. Ich müsste mal dringend meine Waffe schärfen. Oh, da sind Heilbubbles oder was auch immer für Bubbles. Ich komme aber nicht dran. Oh Gott, jetzt liegt der auch noch hier rum. Oh, ich glaube, das wird jetzt abgebrochen wahrscheinlich.
Ja, beim ersten Treffer wurde es abgebrochen. Meine Waffe ist komplett weiß. Nice. Meine Waffe ist nicht scharf. Super effizientes Reiten. Das wird jetzt super funktionieren, ihm jetzt noch ein paar mitzugeben. Ich glaube, ich nutze die Zeit lieber, um in Ruhe meine Waffe zu schärfen. Ach, guck mal. Jetzt. Ach, mit Weiß prallt man auch nicht mehr so oft ab. Ja, die auch von selbst drauf kommen können. Dass das was mit der Schärfe zu tun hat. Jo, und schon sind wir wieder rot und haben den Wasser-Debuff. Boah. Das ist echt so hart. Was denn hiermit? Heilt uns das jetzt oder nicht? Ja, ein bisschen. Okay, das Essen hat sich eigentlich kaum gelohnt. So, mit einer scharfen Waffe läuft das eigentlich direkt viel besser, ne? Wow. Ich war eigentlich auf dem Weg zu diesem Insekt da hinten. Zu diesem hier, danke. Das sind doch diese Viecher, oder? Die das Viech beschießen. Achso, nach diesem Move steckt er auch immer so schön fest. Wie man auch nicht drunter wegkommt. Er sieht gar nicht so agil aus, dass er so toll ausweichen kann, aber er macht es trotzdem. Oh, er liegt so schön, er liegt so schön und er wird auch beschossen von allen Seiten. Neuer Rekord, kleinstes Exemplar. Ja gut, den haben wir noch nicht so oft besiegt in Rise, weil es ihn da nicht gab. Okay, okay, okay. Wenn man einmal eine weiß geschärfte Waffe hat, ging es dann doch ganz gut. Aber man merkt auch hier am Kadaver, ich will eigentlich nur diesen kleinen Nervwert hier umhauen. Sobald die Waffe bei ihm nicht mehr weiß ist, prallt man ziemlich stark ab. So, bist du jetzt mal hinüber? Ja, ne? Nothing personal, buddy. So, und jetzt noch der Tetraedon. Tetranadon. Und dann müssten wir es haben. Weapons getting dull! Da läuft er auch schon rum da draußen. So, er hat auch ein paar neue Moves, haben wir bei der letzten Begegnung schon gelernt. Wie sie immer leiden und zucken, wenn sie diese ganzen Explosionen da abkriegen. Hier war doch gerade irgendwo, ich wollte gerade sagen, ich glaube, er steht drauf, noch so ein Seilkäfer. Boah, Gott sei Dank, hat es so gerade noch getroffen. Ja, ich wollte doch gerade sagen, er macht das doch öfters. Und schön auf den Bauch. Was? Ich war relativ weit weg, fand ich.
Und er ist reitbar und wir sind rot. Wunderprächtig. So, irgendeine Wand in der Nähe, die wir nutzen können. Das sieht nicht so aus, aber wir können ihn, können ihn quasi in ein neues Gebiet reiten. Auch lustig. Oh ja, das hat doch ganz gut getroffen. Optionale Quest erfüllt, Teile gebrochen. Immerhin konnten wir bei ihm mal Teile brechen. Ah, immerhin hat es noch geklappt. Meine Seilkäfer loszuwerden. Oh Gott, jetzt haben wir auch keine mehr. Oh, da wäre noch ein dritter. Holen wir uns den mal. Ach klar, trifft es. Ja, ist die Frage gerade, wer hier gleich Goodbye sagt. Ich muss mich mal heilen. Nein, 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 bitte nicht. Oh, es hat nicht gereicht, um mich umzuwerfen. Gut, danke. Ich könnte auch mal wieder versuchen. Oh ne, jetzt ist er zu nah dran, ihn zu kontern. Irgendwas. Kontertechnisches. Naja, immerhin. Hat es mir, glaube ich, keinen Schaden gemacht. Oder wenig Schaden verhältnismäßig. Das wäre geil, wenn er dieses auf einen zuwackeln macht. Da lässt er sich, glaube ich, so leicht kontern. Aber dafür muss man halt auch in der Position sein. Nein! Nein! Er macht auch nur den Klatscher. Ich dachte, er wäre weiter und schneller bei mir gewesen. Also weiter auf mich zugerutscht und schneller da gewesen. Okay, jetzt ist alles gebrochen bei ihm mittlerweile. Na komm, kriegst du noch einen ab. Oh oh. Wo will er hin damit? Ich bin gerade ein bisschen zu unübersichtlich, was er hier treibt. Ja, ja, das ist geil. Das lässt sich super easy kontern mit solchen Moves. Wenn sie so langsam auf einen zudackeln. Ja, komm, nehmen wir einen zweifachen mit. Besser als nix. War eh schon geil gekontert. Nein, das kriege ich ab. Komm, das ist mal gut hier. Ich finde, du könntest auch langsam mal aufgeben, oder? Er rennt einmal vor die Wand. Und er rennt weg. Aber er rennt nicht allzu weit. So, ich habe noch gar keine Käfer wieder im Einsatz. Ah, nein, aber jetzt. So, er könnte auch mal K.O. gehen, oder? Ah, willst du nochmal hinkommen? Ich glaube, er spuckt, oder? Mann, er saugt sich erstmal voll. Und er brüllt mich aus meiner Pose. Das kann nicht wahr sein. Okay, die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht. Auch das ist gut zu wissen.
Das natürlich auch brüllen, ist auch irgendwie klar, solche Posen abbricht. Ich habe ihn schon wieder irgendwie umgenockt, aber leider ohne irgendwas Gescheites dabei. Oh, es wäre cool, wenn wir ihn irgendwie erreichen würden. Ja, immerhin das. Immerhin gelbe Waffe. Auch wenn der Rest nicht geklappt hat. Okay. Nehme ich auch so mit. Aber ganz am Anfang war mal eine dieser Blasen, die die Katze gemacht hat, eine Blitzblase gewesen, oder? Aber stand da eigentlich nur was von Heilerblasen, oder sie macht mal so, mal so. Das kann natürlich auch sein. Oh, jetzt glaube ich der erste Part, wo wir nur eine Quest machen. Ah, gut, wir haben am Anfang auch ein bisschen erkundet hier im Gebiet. Auf der Suche nach weiteren Zeltplätzen, aber es hat uns nicht viel gebracht, außer den einen Schnellreisepunkt für die. Ach, guck mal, hier sind auch so Dinge an der Wand. Für unsere Katzen, die Einmal-Schnellreisepunkte. Ich hätte lieber noch ein richtiges Camp gehabt. Oh, guck mal, vielleicht kann man die noch aktivieren. Wo geht die hin? Haben wir sie noch aktiviert gekriegt? Ich glaube nicht. Another successful hunt! Ja, auf jeden Fall bei drei Monstern einiges an Loot dabei gewesen. Und hoffentlich auch einiges an Geldbelohnungen. Weil zumindest am Ende von Rise hat sich gezeigt, wenn man viele Rüstungen upgraden will, dass das Geld doch irgendwann knapp wird. Diese Erfahrung habe ich, glaube ich, im Monster Hunter noch nie gemacht. So, müssen wir irgendwas abgeben? Nee, tatsächlich gar nichts. Ja. Ich glaube, machen wir jetzt hier ein Päuschen. Ja. Können wir schon mal die optionalen Quests wieder annehmen. Wyvern reiten nehmen wir mit und sammeln Transportobjekte. Ach so, nee, auf gar keinen Fall. Die Eier sammeln. Ach, eigentlich war ich hier, weil ich mal gucken wollte, jetzt fürs nächste Mal. Genau, haben wir noch eine Doppeljagd hier? Ja, vielleicht machen wir beim nächsten Mal die Doppeljagd, je nachdem wie lange die dauert und die dringende Quest. Für heute hat es leider nicht zu mehr gereicht. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir noch ein Däumchen nach oben oder eventuell sogar ein Abo da. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.